Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da. Wir spielen Elex und wir sind hier auf dieses furchtbare Banditenlager gestoßen, in dem irgendwelche furchtbaren Gestellen ihr Unwesen treiben. Und deswegen habe ich beschlossen, hier eine kleine Säuberung durchzuführen. Und auch wenn das ressourcenmäßig ganz schön ins Geld geht. Wir müssen dann mal schauen, dass wir uns. So, jetzt sind nämlich unsere kleinen Heiltränke auch noch alle. So sieht das aus. Dann müssen wir mal hier den normalen Heiltrank. Guck mal, davon haben wir noch welche. So, dann steigen wir jetzt um auf eine Nummer größer. Und dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Am Ende werden nur die Ratten überleben. Handgranaten haben sie, das finde ich gut. Oje, oje, das ist ein Riesenbanditenlager, oder? Und da war es wieder, dass man wieder durchschießt. Ey, geh weg, du Lutscher. So, dann geh da hin. Oh, jetzt ist der Pfeil kaputt. So, niemand macht mir meinen Pfeil kaputt. Oh, normale Heiltränke sind was Gutes. Das gute Zeug. Das ist gerade noch mal gut gegangen. So. Da wir aber jede Menge Geld brauchen, werden wir jetzt hier noch ein bisschen rummachen müssen. Alte Münzen. Es ist die Frage tatsächlich, ob ich diese alten Münzen nicht vielleicht doch für was anderes ausgeben sollte. Bolzen sind gut. Das Problem ist, die droppen halt auch immer irgendwie ganz schön Scheiß. Das muss man festhalten. Ja gut, jetzt habe ich sanftes Klopapier. Jetzt bin ich schon wieder glücklich. Großer Heiltrank, eine Anleitung. Auf jeden Fall ist es hier spannend. So. Aber scheinbar. Oh, wir haben Krieger bekommen. Ist noch mehr Viechzeug, oder? Hier ist noch irgendjemand. Ich gehe erstmal hier hinter. So. Aber ich dachte ja ehrlich gesagt, dass ich hier noch den restlichen Schnaps finde. Aber der ist hier nicht. Der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend. Ach, so kann man das formulieren. Boah, Alter, eine Radiokanone. Super, jetzt bin ich doch direkt kaputt. Okay, was ist denn das für ein Typ? Na komm raus. Ah, wie hat er denn jetzt wieder geschossen? Das ist ja ein bescheuertes Spiel, was wir hier machen.
Ah, das ist der Lone Tucker. Wieder so ein Banditenhauptmann. Okay. Oh, und was hat er dabei? Eine Brause. Na klar, mach mal Pause mit Bio-Brause. Bio-Brause präsentiert. Tagers Tagebuch Teil 2. Mann. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an diese Mine. Tagers Tagebuch. Habe mehrere Leute mich mal in der Höhle mit der Fabrik anzusehen. Die ist wirklich groß. Die Höhle ist verseucht von Rippern. Wenn wir da so lange aufschlagen wollen, müssen wir die ausrichern. Wir haben viele gute Leute, sind nur noch zu 10. Ich habe angeordnet, Käfige zu bauen. Ja, alles klar. Das ist ein bisschen die Geschichte hinter diesem Banditenlager. Und jetzt war's das mit dem Banditensein. Aber es gibt halt leider keinen Schnaps hier. Und das finde ich ein bisschen ärgerlich. Das wundert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen. So, reines Elix ist gut. Uiuiui. Das ist ja hier eine echte Erfolgsgeschichte. Wo geht's denn hier noch überall hin? Tagers Tagebuch Teil 3. Okay. Haben die Befestigung in der Höhle ausgebaut. Bin mit meinen Jungs losgezogen, um brauchbaren Schrott zu sammeln. Oh, klasse, die Überlebenden haben wir als Gefangene mit. Die werden für unsere Drecksarbeit machen. Eieiei, jetzt haben sie sich ein paar Berserker besorgt. Bar und Vergnügungsviertel. Unsere Gefangenen haben unsere Stadt fertiggestellt. Zur Feier des Tages haben wir ein großes Fass Schnaps aus der Fabrik eröffnet. Wir sperren die Gefangenen vorerst in die Arena. Ach du Scheiße. Tacos Mom. Was ist ein Tuckers Mom? Tuckers Mom, hier sitzt. Ach so. Hier sitzt Tuckers Mom. Na, dann läuft's ja bei dir. Und wo habt ihr jetzt den starken Schnaps versteckt, ihr Pfeifen? Hallo, ich will das Elixier da aufheben, bitte. Möchte bitte. So, jetzt. Wo habt ihr denn jetzt den guten Schnaps hier versteckt, ihr Pfeifen? Alles selber gesoffen, ey. Ja, das ist. Das ist jetzt ein bisschen schieße. Weil ich dachte ja, ich finde den restlichen Schnaps hier hinten, aber. Sieht ja nicht so aus, wa? Ach hey, hier unten ist noch Viehzeug drin. Was ist das denn hier? Das ist die Arena. Ja, das ist tatsächlich so eine Arena, na dann. Reinhalten. Unser Auf. So.
Die erstmal ein bisschen leer gelootet. Ein bisschen Metallschrott noch dazu. Ach, Herr Jemine. Naja, aber keinen Schnaps. Das finde ich jetzt nicht so schön. Also muss er ja noch irgendwo in der Fabrik sein. Okay. Jetzt sind wir einmal durch. Durch den Laden. Ja, Munition haben wir noch. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Das hat jetzt echt die Frage. Na, hier geht's wieder raus. Wo habe ich den? Wie er auch immer hier früher gelebt hat, hatte wenig zu befürchten. Wo habt ihr den Schnaps versteckt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Steht da oben auf den Regalen? Nee, da steht auch nichts drauf. Nee. Das ist doch Mist. Es muss ja eigentlich noch ein paar mehr Flaschen geben hier. Na gut. Naja, dann ist es so. Dann möge es so sein. Ach, und jetzt wollte ich eh noch eine Runde schlafen gehen. Das habe ich mir ja gerade schon die ganze Zeit vorgenommen. Suchen wir uns meinen Schlafsack. Ich glaube, gegenüber war einer. Dann haben wir uns da noch mal eine Runde hin. Das ist ja furchtbar. Das ist doch bescheuert. Es ist echt bescheuert. Hier gibt's nichts und da gibt's nichts. So, das war doch der Plan. Da pennen wir noch eine Runde. So, und dann. Unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. Ich hätte die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Tja. Es strahlt, es strahlt. Das geht mir auf den Sack. Ja, das mache ich weg, weil ich so ein Schussel bin. Und ich mich ja so weit kenne. So, da gibt es einen Aasfresser. Eigentlich wollten wir ja den Konverter ausschalten. So, du blödes Viech.
Nicht mit mir, nicht mit Commander Jax. So, dann schauen wir mal. Was wir mit dem Konverter da anstellen können. Bist du lebensmüde? Um den Konverter solltest du einen ganz großen Bogen machen. Mit denen ist nicht zu spaßen. Die werden dich mit Freuden filetieren. Dürfen sie. Was machst du hier draußen? Ich bin Schrottsammler. So komme ich über die Runden. Mit dieser Todesfalle vor der Nase ist das kein leichtes Leben. Und trotzdem lungerst du hier rum? Naja, ich habe ein paar Methoden entwickelt, es den bleichen Bastarden schwer zu machen. Zum Beispiel? Vor einiger Zeit habe ich das Zugangsrohr in den Kommandotrakt gefunden. Und dann habe ich mich nachts dort hineingeschlichen und radioaktiv verseuchtes Gas in das Rohr gejagt. Das war ein Fest, sag ich dir. Die Alps haben immer noch nicht herausgefunden, wie sie den Trakt säubern können. Mhm. Du allein willst den Konverter sabotiert haben? Hey, für mich ist das Ding nichts anderes als ein riesiger, hässlicher Schrotthaufen. Und mit Schrott kenne ich mich aus. Aber wenn du meine Worte anzweifelst, geh doch selbst hinein und sieh es dir an. Oder warte, ich habe da was Besseres. Wie wäre es mit einer Mutprobe? Erzähl mir von deiner Mutprobe. Wusste es doch. Du bist der Richtige dafür. Mhm. Hör zu. Sie sollen dort oben ein Gerät haben, das ich gut gebrauchen könnte. Es handelt sich um einen Energieverstärker. Er sieht aus wie ein kleiner Kasten. Wenn du es bis hoch in den Kommandotrakt schaffst und mir das Teil besorgst, springen ein paar Splitter dabei heraus. Damit deine Mission nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt ist, hier noch ein kleiner Tipp. Im Fort haben wir Schutzhelme, die dich vor der Strahlung schützen können. Verstanden. Okay, ein Schutzhelm aus dem Fort. Ein Schutzhelm aus dem Fort. Na, dann schauen wir doch mal. Guten Tag. Das Kollisionsmodell ist echt im Arsch. Ich hier durch meine Gegner durchschieße, ey. Auch Alexid dabei. Und guck mal, hier ist Lucy. Die ist tot. Bullet ist auch tot. Aha. Das ist ja höchst seltsam. Hier kommt noch eine Fleischgrille angeflogen. Nehme ich mit. So. Händler, zeig mal her. Aber natürlich. Was hast denn du? Speerschleuder, Handgranaten hat er, ja. Handgranaten finde ich gut, aber brauche ich jetzt nicht Heiltränke. Die kosten, hunderte Stück. Ist mir zu teuer. Und du hast keine Plasmateile, das ist doch Mist. Und du bist der Gemischtwarenhändler. Ich brauche mal so einen Helm. Resistenz, Gift und Strahlung. Schutzmaske, die habe ich schon. Der meint wahrscheinlich das Ding. Hier, da hast du wenigstens noch ein paar Plasmazellen.
Brauchen wir noch ein paar Mal. Jetzt war natürlich das Problem ist, der hat halt nur so wenige. Zeig. Wupp. Wupp. Aber wir brauchen definitiv noch ein bisschen Munition. So, Plasmazellen. So, und was hast du denn jetzt an Rüstung? Schutzmaske habe ich. Braune Lederkapuze, schwarze Lederkapuze. So, mehr gibt's hier nicht. Okay, wir könnten jetzt mal noch so einen Arena-Kampf testen. Einen machen wir jetzt noch. Dachte ich. So, Commander Jax. Ja, ich überziehe gerade schon wieder, aber das ist jetzt so. So, wen können wir denn jetzt mal besiegen? Keine Zeit. Ach, dich hier. Ich will mich. Bist du sicher? Ich habe ver. Und wenn du zu. Treffen. Wie? So, das machen wir jetzt nochmal. Jetzt lassen wir uns nochmal schnell verprügeln. Beziehungsweise, vielleicht geht's jetzt auch. Entweder du steckst das Ding weg, kluger Bursche. Entschuldigung. Erstmal was trinken. Ich werde hier warten. Dann lass mal sehen, was du kannst. Bereit? Bereit. Na, mit meiner Plasmakanone schieße dich doch. Damit schieße dich in Klump. Was hat mich denn erwischt? Das darf doch nicht wahr sein. Fühlt sich an, als hätte eine Horde Wüstenteufel mich plattgetrampelt. Ja. Da kann ich meine Belohnung bei Big Jim wohl vergessen. Aber da ich davon ausgehe, dass du noch gegen ihn antreten willst, schlage ich dir einen Deal vor. Ich will, dass er so richtig auf die Fresse kriegt. Mhm. Und um das zu gewährleisten, habe ich ein Mittelchen, das dir den Kampf einfacher machen wird. Ich verzichte auf deine schmierigen Tricks. Schmierige was? Dieses Angebot mache ich nicht jedem, also solltest du... Du solltest jetzt ganz still sein. Meine Entscheidung steht. Na schön, dann muss ich das wohl akzeptieren. Okay, so, jetzt aber. Jetzt beenden wir das. Hatten wir noch einen schönen Abschlusskampf. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen und sag spontan einfach nur bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Der Ära.